Ciao und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Eine Fortsetzung von der kleinen Reihe Solltet ihr summon, beziehungsweise eine Fortsetzung vom gestrigen Video, was ich ja angekündigt habe. Ich habe ein Video gemacht und bin davon ausgegangen, dass es sich der JP-Version ähneln wird, sobald der Summon hier erscheinen wird zum Ultra Instinct Goku. Jedoch lag ich komplett falsch. Wow, komplett falsch ist gar kein Ausdruck. Heißt, ich werde euch heute noch einmal updaten in einem kurzen 5-Minuten-Video, weil ich habe ja gestern schon recht viel gesagt. Ich werde heute mal ein kurzes Update liefern zum Thema Solltet ihr summon bei diesem Banner, weil es hat sich tierisch verändert, wie ihr sehen könnt. Und zwar haben wir einerseits Discount... Moment, wir gehen mal in die News kurz zuerst. Nämlich haben wir einerseits Discount-Summons bekommen, die nicht schlecht sind, würde ich sagen. Moment, ist das das hier? Das wäre wundervoll, damit ich jetzt nicht nochmal laden muss. Ich lade das jetzt, seitdem ich heute wieder wunderbar nervig. So, genau, wir haben Discount-Summons beim ersten Mal. Für 5 Stones kriegen wir ein Charakter-Ticket hier und diese Candy-Stangen. Beim 15 Stones kriegen wir 3 Charaktere und ein Ticket. Bei 30 Stones kriegen wir 7 Charaktere und 3 Tickets. Und bei 40 Stones 50 kriegen wir 10 Charaktere und eine random Anzahl von Tickets. Was jetzt ein bisschen kacke ist. Es könnte auch heißen, dass wir halt weniger als 3 Tickets bekommen, aber wir hoffen mal einfach, dass es nicht der Fall ist. Was kriegen wir dann Tickets, mit denen wir dann weitere Summons machen können? Und, oh, toll, Handy. Mit diesen Tickets können wir uns dann an dieses Banner hier wagen. Moment. Moment, gab es da einen Unterschied? Ich glaube nicht. Aber eins davon ist ein Garantiert-Banner sogar und eins ist halt das Normale. Ich glaube, das ist das Garantiert-Banner. Wenn ich mich nicht irre. For every five single summons. Ja, one SSR guaranteed. Hier auch noch per Multi. Heißt also, wir haben einmal Discount-Summons. Normale Summons, keine Singles, tatsächlich, keine Multis, es gibt keine normalen Multis erstmal, wir müssen das hier durchziehen. Und dann haben wir die Discount Summons, die Ticket Summons und, ich bin verwirrt, nochmal, wir haben die Discount Summons, wir haben die normalen Single Summons, wir haben die SSR garantiert Single Summons, wir haben die SSR garantiert Multi Summons. Und das ist viel, viel mehr, als die JP-Version hatte. Und ich sage euch jetzt schon, das soll uns ködern, kurz vor dem Christmas Banner Geld auszugeben. Weil das Christmas Banner wird wahrscheinlich noch krasser. Aber es soll ködern, es soll eine Falle sein, aber die Falle ist gut. Und zwar ist in diesem Banner Ultra Instinct Goku, INT Gogeta, was mich tierisch abfuckt, dann hätte ich nämlich das Gogeta-Banner ausfallen lassen, weil da sonst nichts Gutes drin war. Ja. Des Weiteren der INT Kid Buu, der nicht schlecht ist, tatsächlich. Super Saiyan Blue Kaioken Goku, den ich sehr gut leiden kann. INT Blue Vegeta haben sie auch drin gelassen, was eine ultra nette Geste ist, Bandai. Und fucking Blue Vegeto. Blue Vegeto ist back, Leute. Vielleicht ist das ja doch schon das Christmas Banner, wer weiß. Aber ich nehme an Weihnachten wird uns nochmal eine Special Überraschung überraschen. Aber bis hierhin ist Vegeto Blue wieder in einem Banner vorhanden, was ein ganz normales Banner ist. Heißt, ich werde Stones reinballern, weil ich will ein Blue Vegeto Dupe und das ist nicht gut. Naja, was soll man machen? Also mich hat das jetzt schon mal gut in seinen Bann gezogen. Des Weiteren ist Rose noch drin und Merch Zamasu. Genau wie Beerus, den haben sie auch schon gesagt, aber... Man muss Bandai lassen. Ich kenne die Raids noch nicht ganz. Sie sehen okay aus. Aber von den Charakteren her hat Bandai hier wirklich großartige Arbeit geleistet. Vielleicht eine kleine Entschuldigung für den ganzen... Naja, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Aber sonst ist das wirklich sehr gut. Also, überdenke ich meine Einstellung von vorgestern. Solltet ihr summon? Ich meinte, nein, wartet bis Weihnachten. Theoretisch wartet immer noch bis Weihnachten. Gebt nicht alle Stones aus, aber jetzt ist es ein klares Ja, summons, aber lasst euch was in der Hinterhand. Lasst euch so 100 Stones übrig, von mir ist auch nur 50, dass ihr halt bis Weihnachten wenigstens die Möglichkeit habt, dort auch noch einen Multi mindestens zu machen. Also summon so viel, bis ihr noch 50 Stones habt. Falls ihr nur 50 Stones habt, dann... Ja, dann würde ich sagen, summon trotzdem, weil das hier ist ein echt gutes Angebot. Und wir werden uns das heute nochmal ansehen, was wir so... alles kriegen, wenn wir jetzt Summons, also ein Summon-Video kommt auch noch, gegen 17 Uhr, sage ich mal, online. Aber das war's mit dem kurzen Solltet ihr Summon-Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr schon so gezogen habt. Und wir sehen uns später beim Summon-Video wieder. Bis dann, haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel, und ciao. Da warte ich, ich strecke noch 3 Sekunden, dann haben wir direkt die 5 Minuten voll. Okay, und ciao.